Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Good Morning Pilates. Du kannst natürlich diese Stunde auch jederzeit machen, auch am Nachmittag oder wann auch immer du gerade Zeit und Lust hast. Wir kümmern uns ganz besonders um unsere Körpermitte, um unsere Stabilität, um unser sogenanntes Powerhouse in Pilates. Dazu gehört der Beckenboden, dazu gehört der tiefe, quere Bauchmuskel, Anteile unseres Zwerchfells, Anteile auch der schrägen Bauchmuskulatur und natürlich auch die kleinen Rückenmuskeln, die so von Wirbel zu Wirbel laufen, die uns also aufrichten. Und die aktivieren wir jetzt auch gleich mit der Aufrichtung. Denkst du eine Krone auf deinem Kopf? Schließ deine Füße, spann dein Gesäß an und lass die Fußspitzen von ganz von alleine in so eine kleine Grätsche rutschen. So. Und jetzt hast du das Gefühl, du möchtest die Rückseite der Oberschenkel zueinander ziehen. Funktioniert natürlich nicht, aber probierst, dann merkst du, dass du die Innenseiten aktivierst und zusammen mit den Innenseiten den Beckenboden und eben diese ganzen aufrichtenden Strukturen. Also Krone auf dem Kopf, Bauchnabel sanft nach innen gezogen. Und jetzt konzentriere dich einen Moment auf deine Atmung. Nase ein und Lippenbremse. Ausatmen. Mir ist wichtig, dass du dein Ausatmen verlängerst. Also mit der Lippenbremse länger ausatmen, als du einatmest. Nase ein und aus. Und mit jedem Einatmen schiebst du deine Krone noch weiter in Richtung Himmel. Und mit jedem Ausatmen verwurzelst du dich noch etwas mehr mit dem Boden. Vielleicht denkst du dir auch etwas Luft unter deinen Achselhöhlen. Und spür, was passiert in deinem Oberkörper, vor allem in der Brust, wenn du einatmest. Und das spürst du jetzt mal bewusster, indem du deine Hände einfach mal auf dein Brustbein kreuzt. Ich mache seitlich mit. Und du jetzt einatmest. Und dein Brustbein nach oben schiebst. Rück auch deinen Blick ganz leicht nach diagonal oben und aus. Lass dein Brustbein wieder sinken. Nase ein und Mund aus. Und jetzt kannst du etwas mehr mit der Bewegung mitgehen und deine Brustwirbelsäule strecken und beugen. Gib nicht zu viel Druck auf deinem Brustbein, wirklich nur ganz sanft. Das ist eigentlich nur eine taktile Unterstützung, die dich das noch bewusster wahrnehmen lässt. Und die Brustwirbelsäule ist oft sehr wenig beweglich, aber versuch sie einfach nochmal bewusster zu bewegen. Wenn die Rippenbögen schön elastisch sind, können wir auch tiefer durchatmen. Noch einmal genau so. Bleib dann mit dem Brustbein hier gehoben, nimm deine Hände tiefer an deine Rippenbögen, an deine Flanken und jetzt atme weiter, mach mal weiter, ich komme zu dir wieder und bewege deine Brustwirbelsäule in einer liegenden Acht. Ganz entspannt, ganz weich die Bewegung. Vielleicht fühlt sich es auch etwas eckig an, macht auch nichts. Wenn wir hier weicher werden, beweglicher werden, können wir auch viel besser atmen. Sehr schön. Nimm dann deine linke Hand zu deinen rechten Rippenbögen, deinen rechten Arm nach oben atme ein, zieh dich zur Seite. Öffne hier die Rippenbögen, atme aus und löse wieder. Gleich wechseln, einatmen, weit zur Seite und ausatmen, wieder lösen.
Einatmen, dein Tempo. Und aus. Und beide Füße immer noch fest verwurzelt mit dem Boden. Lass deine Hüfte noch in der Mitte. Bewege jetzt erstmal nur den Rumpf. Jetzt öffnest du deine Füße, also die Fersen, sodass du hüftschmal stehst. Und jetzt versuch ruhig auch deine Hüfte mitzunehmen zur Seite und wieder lösen. Nimm dein Becken mit, einatmend. Die ganze Seite jetzt mitbewegen. Kannst auch deine Knie noch mitbeugen, ganz leicht auf die Außen- und Innenkanten deiner Füße kommen. Den ganzen Körper in diese Seitbewegung, deine Seitenlinie elastisch bekommen. Trotzdem Bauchnabel sanft nach innen gezogen, Powerhouse aktiv halten. Jede Seite noch einmal. Ich weit zur Seite, wieder zurück. Dann löst du wieder auf und entspannst dich. Lass deine Arme um den Körper herumschlenkern und nimm deine Beine jetzt mit in eine leichte Grätsche, indem du rechts, links die Füße abrollst und die Arme einfach so rumschlenkern lässt. Die Rotation ist noch wichtig für die Brustwirbelsäule. Ganz langsam auspendeln, in der Grätsche ankommen, deinen rechten Arm nochmal nach oben, stütz dich links auf, Fingerspitzen nach außen und jetzt denk dir einen riesigen Gymnastikball hier auf deinem Oberschenkeln, über den du dich drüber legst, ausatmend und dann kommst du hoch und ausatmend, andere Seite, ein und aus, rund, Bauch sanft nach innen ziehen. Und jetzt die Dehnung hinten an den Rippenbögen spüren. Dein Tempo. Werde dann ein bisschen mehr und ein bisschen größer, indem du den Arm nicht mehr hältst, sondern durchschwingst. Komm hoch, wechseln und durchschwingen. Komm hoch und nach oben und locker nach oben. Nochmal. Jede Seite einmal. Bleib oben. Stopp. Arme zur Seite, Schultern ganz tief. Riesigen Ball hier umarmen. Und jetzt kommt dein rechtes Bein nach oben. Verlager dein Körpergewicht und zeichne mal mit dem Knie eine liegende Acht. Powerhouse aktiv. Wechseln, Seite wechseln, andere Seite und liegende Acht. Hüfte mobilisiert, wieder zur Seite, großer Schritt, halten, auseinanderziehen, auf ein Bein,
riesigen Sternformen. Einen dicken Gürtel hier, der dich zusammenzieht, ein. Und wenn du jetzt tief kommst, fasst du die Hände und wirst rund, atmest aus. Richte dich auf in einen riesigen Stern, dich auseinanderzieht. Atme aus und werde rund. Nochmal ein, ziehen, stabil und aus. Und ein. Und aus, mach mal weiter aus und du wirst wirklich ganz rund. Und ein. Es darf wackeln, jederzeit. Jede Seite noch einmal, okay? Hoch. Hoch. Und dann bleibst du in der Mitte. Richtest dich auf. Schultern sind entspannt. Und löst. Aufstützen. Tief tauchen. Rücken runden. Rücken gerade. Und jetzt, während du diese Bewegung machst, strecken und beugen deiner Wirbelsäule, schließt du deine Füße komplett. Und zwar sind jetzt wieder die großen Zehen und die Fersen so weit wie möglich geschlossen. Du machst den Rücken rund und gerade. Gerade halten. Stopp. Versuch jetzt, hier deine Beine lang werden zu lassen. Rücken gerade, Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Du spürst Dehnung in der Rückseite, genau. Wieder beugen, nochmal strecken, nochmal beugen, strecken, beugen, Bauch spannen. Halte dann deine Knie gebeugt, Powerhouse aktiv, Arme zur Seite, Handrücken nach oben in Richtung Decke zeigen lassen, Kopf in Verlängerung und jetzt machst du ganz kleine Bewegung hier hoch. Oberen Rücken stärken, die Muskeln, die dich aufrichten. Letzten 10, 9, 8, 7, es wird heißer, 5, 4, 3, 2, einen halten und aufrichten, entspannen, locker lassen. Jetzt müsstest du dich gut aufgerichtet fühlen, ja, richtig locker die Schultern zurück. Nochmal einatmen, Arme hoch. Stabil. Wenn du jetzt ausatmest, gehen die Arme tief und du hebst ein Bein vom Boden ab. Ein. Und andere Seite aus. Ein. Andere Seite aus. Sehr gut. Punkt fixieren, dann fällt es dir leichter. Vielleicht merkst du auch schon, dass dein Powerhouse aktiv ist und dich hält. Einmal noch wechseln, jetzt bleibt rechts oben, stopp. Handflächen zu mir, 4-5-mal einatmen durch die Nase. 5-4-5-mal aus durch den Mund, Handflächen zurück. Ein nach vorne. Noch einmal. Und ein. Andere Seite aus. Das kräftigt das Zwerchfell.
halten. Handflächen nach vorne ein. Aus. Ein. Einmal noch und Füße abstellen, hüftschmal geöffnet, Handflächen wieder zum Körper drehen, nachspüren, vielleicht sogar auch die Augen schließen für einen Moment, spür deinen Stand, wie fühlt er sich an, stehst du auf den Außenkanten deiner Füße, Großzehenballen, Fersen, sind deine Knie durchlässig? Jetzt spür dein Powerhouse. Beckenboden, tiefer querer Bauchmuskel, Anteile der Schrägen, Anteile des Zwerchfells. Vielleicht spürst du auch die kleinen Muskeln rund um deine Wirbelsäule. Vielleicht hast du Luft unter deinen Achselhöhlen. Und vielleicht kannst du tiefer ein- und ausatmen. Bewusster ein- und ausatmen. Die Krone schiebt immer noch in Richtung Himmel. Fit für den Tag oder was auch immer noch heute kommt. Öffne dann ruhig die Augen wieder, wenn du sie geschlossen hattest. Atme ein, nimm beide Arme nach oben. Atme aus und lass dich nochmal fallen. Nochmal einatmen nach oben. Aus. Zieh dich lang, komm hoch, atme ein. Streck dich, räkel dich. Gähne vielleicht. Zieh dich in alle Richtungen. Kommt ein Test. Arme hoch, Schultern tief, auf die Fußspitzen. Versuch dich zu halten. Denk immer wieder im Alltag an dein Powerhouse, an die stabile Mitte. Sehr gut. Komm tief. Zieh die Schultern tief. Nochmal ein, die Schultern hoch. Aus, ganz bewusst nach unten. Ein. Aus. Noch einmal. Und entspannen, ausatmen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, du fühlst jetzt genau das, was ich vorher beschrieben habe. Stabilität, Größe, Leichtigkeit vielleicht. Mich freut es immer, wenn du unten kommentierst, wie es dir jetzt so geht, was du spürst. Wenn es dir gefallen hat, freue mich über ein Gefällt mir. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit wertzuschätzen, vielen Dank. Der Link ist unter dem Video, heißt Steady, deine Unterstützung. Könntest mit monatlich zum Beispiel 5 Euro oder 10 Euro, was auch immer du möchtest, meine Arbeit unterstützen. Kannst meinen Kanal natürlich auch kostenfrei abonnieren. Wenn du Lust hast, lade noch Freunde, Freundinnen ein, sich mitzubewegen. Umso mehr Menschen sich bewegen, umso schöner. Wenn dir Pilates gefällt, dann geh auf meinen YouTube-Kanal, da findest du eine ganze Playlist Pilates. Oder du gibst Pilates Gabi Fastner in die Suchzeile von YouTube ein, dann findest du auch noch mehr Videos. Oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann!